Resident Evil. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. So, und damit herzlich willkommen zu meinem
ersten Projekt und Let's Play auf YouTube mit Resident Evil 1, die HD Remastered Version für die Xbox One. Und ja, nehmt es mir nicht übel, ich muss mich dafür entschuldigen, wenn die Qualität jetzt noch nicht ist. Und ich entschuldige mich schon mal im Voraus für die kleinen Aussetzer. Mein Programm hat heute so ein paar kleine Probleme. Und ja, ich weiß auch nicht, welchen Schwierigkeitsgrad ich gewählt habe. Ich glaube, es war einfach, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht schlimm. Und oh, ich hoffe, es ist auch nicht so schlimm, wenn ich am Anfang jetzt noch nicht so viel rede. Ja, auf jeden Fall wünsche ich sehr viel Spaß. That gunfire. I'm counting on you to investigate, Chris. You got it, Wesker. Okay. Also es ist kein Blind Game. Ein bisschen Spiel kenne ich. Ich habe das aber schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, ein bisschen weiß ich noch. Muss ich jetzt erstmal gucken. War das denn nochmal? Symbol mitnehmen. Objekte untersuchen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objekts werden angezeigt. Okay. Na, tun wir das doch mal. Prüfen. Symbol. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Okay. Na, nichts Besonderes. Ich muss mir auch entschuldigen, ich bin auch etwas erkältet. Okay, so geht das. Ein bisschen bei dem ganzen nassen Wetter draußen arbeiten, den ganzen Tag ist. Holen wir uns erstmal eine Waffe. Keine Lust jetzt auf Messerstechereien in der Disco. Wesker? Jill? Where did they go? Dann nehmen wir die mal. Ich werde auch versuchen, in den Cutscenes nicht so viel zu reden. Mal, konnte man nicht irgendwie verschieben? Weiß ich gar nicht mehr. Wie war das nochmal? RC war bestimmt schießen. Na gut, wir speichern erst. Einmal, komm. Das Farbband verwenden. Natürlich das Farbband verwenden. Wo ist er? Hä? Die alte Leiche. Ach, Entschuldigung, die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Ein Videotape. Nehme ich mit. Wo ist er? Wo ist die Konfliktbande? Lebt er noch? Wow.
Eckschuss. Oh, Munition. Mitnehmen. Pistolenmagazin. Mitnehmen. Okay. Ein Erfolg. Unheimliche Begegnung. Besiegen Sie zum ersten Mal einen Zombie. Okay. Eine Leiche liegt auf dem Boden. So, als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Bitte. Kann ich dir auch nicht sagen. Wie viel Platz haben wir noch? Platz. Ja, wohl eins nehmen wir mit und eins lassen wir hier. Mitnehmen. Verdammt. Na, wo war die Karte? Ja, so ein Schuh. Kurve. Ich glaube, bin ich. Jo. Spät. Ich glaube, die Tür ist auf. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingegangen. Okay. Dann gehen wir mal zurück in die Haupthalle. Wir gehen hier erstmal rum. Kommt da schon. Irgendwie jetzt, wenn ich besoffen bin. Ach nein, und wir haben keinen Platz mehr. Ah, cool, kann man verwenden, wenn man gesund ist. Okay. Goldener Pfeil. Mitnehmen. Natürlich nehmen wir den mit. Brief. Goldene. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Pfeilspitze. Die Pfeilspitze besteht aus. Das Peridot. Das wie Smaragd aussieht. Okay. Warum nochmal? Okay. Oh, Munition mitnehmen. Die ist verschlossen von anderen. Wir haben die Tür. Ach so, ich habe noch einen alten Hausschluss. Okay. Ach, hier oben ist ja schon einer. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay. Was ist das? Dolch mitnehmen. Okay. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können Sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner Sie packt. Können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt, okay?
Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen Sie zum Start des Bildschirms und wählen Sie ein Objekt im Verteidigungsobjekt. Ach, im Menü Verteidigungsobjekt. Entschuldigung. Wählen Sie dann den Befehl Ausrüsten. Klingt logisch. Ist Ihr Verteidigungsobjekt in der Controller-Einstellung auf manuell eingestellt, so müssen Sie zum Verwenden des Verteidigungsobjektes drücken. Okay. Ich glaube aber, das ist alles auf automatisch gestellt. Kann ich das jetzt schon machen? Wo ist er? Ach da, komm, lassen wir den mal noch. Laufen wir noch mal einmal rum hier. Ach, halt die Gusche. Wo läuft der denn lang? Tschüss, Kollege. Komm dich irgendwann mal wieder besuchen. Dieter. Hier schon durch? Unbedingt eine Kiste. Wo war denn der erste Safe? Platz? Machen wir mal anders. Setz das Ding da nochmal ein, dann haben wir wenigstens einen Platz. Den Smaragd können wir, glaube ich, noch da liegen lassen. Oh, ein Einbruch, der zeigt, wo vorher das Symbol war. Da gab es ja nicht eine Taste für. Ach ja, okay. Schreibmaschine. Okay, grün heißt, da haben wir alles. Und rot heißt. So, ja gut, Freunde. Ich denke, das sollte erstmal für die erste Folge reichen. Ich weiß, ist jetzt nicht viel passiert. Und war viel Cutscenes. Ich denke, in den nächsten Folgen wird das dann mehr. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn Verbesserungsvorschläge bestehen, lasst in den Kommentaren da, kein Problem. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und Tschaußen.